Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir müssen noch mal ein paar Missionen erledigen, bevor wir anfangen mit dem sechsten Kapitel beim Glimmerliner. So, ich grüße dich, sei willkommen vom ganzen Herzen. Warte, bin ich überhaupt richtig? Wir müssen eigentlich mit unserer nächsten Mission mit einem Shopbesitzer reden. Ich weiß nicht, ob es er hier ist. Aber nee, ist es nicht. Aber wenn ich sowieso schon mal hier bin, dann können wir uns trotzdem mal die Orden anschauen, die er jetzt zu verkaufen hat. Was hat er denn? Superstar P. Mehr Sternenergie nach Schaueinlage des Partners. Das ist ganz nett. Kostet auch nur ein OP. Verteidigung steigt um 1. Action-Kommando wird einfacher auszuführen. Da bekommt man weniger Sternenergie. Partnerverteidigung und... Dieser Heat umgeht die gegnerische Verteidigung. Ihr wisst, wie ich es liebe, durch die Verteidigung zu hauen. Den kaufe ich mir. Und der kostet nur ein OP. Ja, den du mal reintun, würde ich sagen. Perfekt. Ja. Passt. KP siegt im Einsatz, ist ein KP. Seine Angriffe regenerieren ein KP. Wir haben 20 KP. Eigentlich können wir es mal auch mal ausprobieren. Und ja. Das war doch schon mal ziemlich vorteilhaft. Und wer bist du? Okay, du bist ja nicht. Kriegsspur. Außerhalb des Kampfes werden Mario Schritte sehr langsam. Achso, das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß nicht, was das heuchen soll. Zeigt das Timing an. Not bad. Cool bleiben heißt es. Aber warum zeigt er hier nach oben? Da, den sollst du kaufen. Nein, ich will den 120 Münzen Pilz nicht haben, ja? Nee, okay, dann muss es der Shopkeeper sein. Ich glaube, das wäre da oben. Da muss es er hier sein. Tadain! Nein? Du bist es auch nicht? Aber er meinte doch einen Shopkeeper. Oder sie meinte doch einen Shopkeeper im Holingen. Richtig? Egal, wenn wir sowieso schon mal hier sind, holen wir uns auch Super Luigi Band 2 und lesen uns das mal eben durch, damit die Zeit hier nicht verschwendet wurde. Genau, Super Luigi Band 2, die Freunde. Heiß hier, Luigi hatte den Feuerberg erreicht. Das Ziel, das ihm der Wunderkompass gezeigt hatte. Ganz in der Nähe ist der geheime Tempel. Luigis Führer ist Gloom, der Blooper. Ihn hat er auf dem Weg hierher kennengelernt. Von Luigis Auftrag begeistert hat er sich dem Helden angeschlossen. Mit vereinten Kräften haben es die beiden bis hierher geschafft. Hier findet sich ein Teil des Wunderkompasses und dieses Teil weist den Weg nach Ofendorf. Aber in Ofendorf wirkten alle so deprimiert und dann berichtete der Bürgermeister: Ein riesiges Monster bedrohte die Dörfler und verlangte ein Opfer. Luigi konnte nicht zulassen, dass ein Kind des Dorfes geopfert wird. Und Luigi fand hier noch einen Mitstreiter. Kravum! Ein Bob-Omb, der so wie er Abenteuer erleben wollte. Fehlt dir nicht irgendwie was? Keine Ahnung. So machten sie sich auf zum Versteck des schrecklichen Monsters. Dieses aber hatte zwei Köpfe, einer schrecklicher als der andere. Luigi wich den Angriffen der beiden Köpfe aus, als das Monster auf ihn losging. Und beim nächsten Angriff des Biestes besiegt Luigi das Monster mit Cleverness. Er wich aus und das Monster fraß sich selbst auf und er gewann ein Kompassteil. Es fraß sich selbst auf? Wie das denn? Die Dörfler boten Luigi an, ihm im Dorf zu bleiben, aber auf ihn wartete schon die nächste Reise. Fortsetzung folgt. Ich bin sehr gehypt auf die nächsten Bänder. Aber ja, jetzt muss ich irgendwie den Typen selber suchen. Ups. Oh, ich stand die ganze Zeit daneben. Es ist einfach der Barkeeper. Dies ist Meister Biens Bar. Eine kleine Stadt der zwischenmenschlichen Begegnung. Oh, Mario! Was ist denn mit dir los? Du siehst so betrübt aus. Ja, es ist nämlich so. Was? Diana? Ja? Kenne ich nicht. Was? Vielleicht richtest du diese Diana einfach aus. Sie soll nicht in der Vergangenheit leben, sondern die Gegenwart genießen. Was alles? Ich habe nämlich zu tun. Oh, er liebt sie nicht mehr. Oh, das ist nicht so eine gute Neuigkeit. Die armen Kinder werden ohne Vater aufwachsen, aber was soll man machen, ne? Wie geht's eigentlich... Oh. Diana. Jetzt denkt er über sie nach. Wie geht's eigentlich dir, Cosario? Aha, hallo Mario, wie geht's denn dir? Ich bin nur noch der zweitreichste Mann von Rollingen, weil bei der Reise mit dir mein tolles Schiff zerstört wurde.
Okay, er ist immer noch bumped wegen dem kaputten Schiff, aber da können wir ja nichts tun. Und warum baumelt das Ding da in der Mitte? Ist das normal? War da jemand dran? Fragen über Fragen. Aber gehen wir zurück zum Düsterdorf und berichten die traurigen Neuigkeiten, weil, naja, was sollen wir sonst tun, ne? Es ist ja nicht unsere Schuld, dass es so enden musste. Aber wir sollten ihr zumindest wissen lassen, wir haben ihren Mann gefunden. Und er tut so, als würde er sie nicht kennen. Obwohl es offensichtlich ist, dass er sie kennt. Bin wieder da. Anders als der Mann im Hause. Der ist nicht mal da. Hast du ihn getroffen? Was hat er gesagt? Ich muss die Wahrheit sagen. Er hat mich also vergessen. Naja, egal. Es ist überkommen. Mich nur plötzlich all diese Erinnerung. Morgen früh ist alles wieder gut. Und ich habe ja meine Kinder. Mama, hab Hunger essen. Heute gibt's ein Festmahl. Ich habe etwas Leckeres bei der berühmten Regal-Tee bestellt. Bitte iss, für viel du willst. Oh, danke schön. Wow, ein Sternendinner. Dieses Gericht stellt 7 KP her. KP-Erholung setzt ein als Effekt. Oh. Vielen Dank, Mario. Danke für alles, was du für mich getan hast. Lecker, Mama, weinst du? Ja, wir hätten sie auch anlügen können, aber ich frag mich wirklich, was wäre die Lüge gewesen? Hätten wir dann gesagt, ah ja, der Mann ist leider gestorben und er hat gesagt, ah, ihm geht's gut, aber er hat zu viel zu tun auf der Arbeit, er kann niemals zu Besuch kommen. Ich weiß nicht, was wäre da die Lösung gewesen, hä? Steht nicht. Das Einzige, was ich aber noch verstehe, ist, dass wir hier noch einen Auftrag haben, bevor wir uns Richtung Glimmerleiter begeben. Suche Freundin von Gumberto. Ich lebe allein auf der Isla Corsaria und es fehlt mir an nichts, außer... Na, ich hätte gerne Freundin. Komm in die Höhle, dann erkläre ich dir die Details. Tief in ihrem Inneren bin ich zu jeder Zeit zu finden. Okay, ich gehe mal davon aus, ich hab das letzte Folge schon gesagt, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass der irgendwo bei der Abkürzung direkt da am Ende ist, wo man das Schiff finden kann. Und ja, dann werde ich ihn kurz suchen gehen. Oh, hier kann man nicht mehr lang. Das ist interessant zu wissen. Also er heißt ja Gumberto, deshalb wird das hundertprozentig ein Gumba sein, aber... Warum bist du eigentlich noch hier? Das Ware für mich? Okay, er verkauft ja Items. Du weißt, was es braucht, schätze ich. Ja, lass mal schauen. Wo könnte er sich verstecken? Ich bin jetzt durch die ganze Piratenhülle kreuz und quer gereist, um herauszufinden, also ich habe nachgeschaut, wo er ist. Ja. Das Einzige, was du online lesen kannst, ist, er ist in einem Lagerraum. In der Schatzkammer oder sowas. Denke ich mir, okay. Das ist zwar der längste Weg hierhin, aber ich denke mal, das hier wird es sein. Nein, es ist der eine Raum, den ich noch nicht gecheckt habe. Das war da oben beim Wasserfall. Den habe ich sogar schon komplett vergessen, dass er überhaupt existiert. Also ich bin ja jetzt schon über 10 Minuten dran und jedes Mal, wenn du dann auch von Neuem durch die Gegner hier wegfliehen möchtest, dann wird deren Leiste immer schwerer sein aufzufüllen. Es sei denn, du besiegst mal einen Gegner, aber ich will hier die nicht besiegen. Ich habe da keine Lust noch, wie sie kämpfe. Ich bin hier wirklich langsam fertig mit der albernen Kacke. Ich hatte das tatsächlich vorhin, dass ich da so hart A gespammt habe. Und dann ist der Zeiger auf genau dem letzten Punkt gewesen, bis wohin ich halt A gedrückt habe. Ja, interessiert mich nicht. Sorry, Leute. Ich verstecke auch eure Zeit. Genau, hier oben beim Wasserfall. Nach links. Also, ne, wisst ihr, wo der Raum ist, wo man sich heilen und speichern kann. Nach oben, dann nach links. Und da ist der Kollege auch schon. Ja, der letzte Raum, den ich hier noch nicht mir nochmal angeschaut habe. Oh Mann. Ah, das hast du meinen Auftrag angenommen, ja? Na, danke erstmal. Also ehrlich gesagt, auf dieser einsamen Insel fühle ich mich manchmal alleine. Naja, Frauen lernt man hier nun mal nicht kennen. Höchstens mal einen Käfer. Lassen dir keine Frauen in Bikinis überall rumlaufen? Schade. Mein Auftrag? Naja, finde ein gesprächiges Mädchen für mich. Du weißt schon, ein Girl, das gern redet. Mein Typ? So alt wie ich, so klein wie ich. Gumba-förmig. So wie ich eben. Ganz genau, ein Gumba-Girl. Das wäre super. Das schaffst du doch, oder? Was mit Barbara? Die ist doch hübsch.
Aber es ist kein Goomba-Girl. Okay. Was mit ihm? Okay, er ist absolut kein Girl. Ich meine, sie ist klein und geformt. So, vielleicht sie? Ah, da bist du ja. Und meine neue Freundin? Ah, da ist sie. Und dieses weiße Fell. Eine Maus? Das ist aber kein Goomba. Also geht das gar nicht. Hast du nicht so gehört? Ein hübsches Goomba-Girl. Schade eigentlich. Hätte ich schon ganz gerne mal... Naja, also, ne? Okay, also sie stand auf ihn. Cool. Hat er was zu sagen bei jedem Charakter? Ah, da bist du ja, meine neue Freundin. Was für ein erfahrener alter Seebär? Das ist nicht dein Ernst. Also, das, so geht das doch nicht. Hast du nicht zugehört? Goomba Girl. Boah, willst du mich etwa mit so einer Landratte verkuppeln? Ich will die Texte jetzt alle durchlesen. Ah ja, meine Freundin, hä? Da ist sie. Aber was ist das denn für eine düstere Erscheinung? Jedenfalls kein Goomba Girl. Das geht gar nicht. Hast du nicht zugehört? Mario, an Typen wie diesem habe ich wirklich kein Interesse. Also, Margarita hatte ein bisschen Interesse. Ich hak das mal ab. Als eventuell. Ah, da ist sie. So klein wie ich, aber was? Ein Yoshi? Nein, Alter. Yoshis fressen doch Goombas. Bist du dumm oder was? Was ist das denn für ein Typ, Alter? Voll daneben, echt? Echt so. Komm, aber sie? Also, komm schon. Sie wird doch bestimmt dich nehmen, oder? So eine glamouröse, was? Eine alternde Diva? Nicht mal ein Goomba, also das geht doch nicht. Was war das denn? Spürt dieser Banause meine Anziehungskraft einfach nicht? Doch, aber du bist kein Goomba, deshalb ging das nicht. Komm, aber Koopas sind doch beste Freunde von Goombas. Und dieser Panzer, was? Ein Koopa? Ich wollte eine Freundin und keine Schildkrötenpuppe, also geht das nicht. Ja, außerdem ist der männlich, Mann. Irgendwie fühle ich mich miserabel. sorry, Mann. Okay, hier ein Goomba-Girl. Bitteschön. Ah, ja, meine neue Freundin? Ah, da ist sie. Was für eine Schönheit. Und dieser Pferdeschwanz. Wirklich perfekt. Genau, was ich wollte. Also frisch ans Werk. Zeit für meine Lebenserklärung. Was? Also, glaubst du eigentlich an Liebe auf den ersten Blick? Also, ich glaube jedenfalls, dass das öfters vorkommt. Ich glaube, der Typ braucht einen Wingman. Sag ihr, er hat schöne Augen. Was soll das denn, hä? Wenn du was zu sagen hast, dann sag's doch einfach. Ich liebe dich. Ich habe dich gerade erst kennengelernt, aber trotzdem, ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Bitte bleib bei mir. Hier. Also, weißt du... ja, ich bin nämlich schon mit Mario zusammen. Das musst du... entschuldige. Ich? Ja, aber ich bin mit... Also... Was? Die hat ja schon einen Freund. Oh, naja, schon gut. Mein Herz ist gebrochen. Ah, dir! Tut mir leid, Mario, aber das ist der schnellste Weg, so jemanden loszuwerden. Oh, was? Wieso so jemanden? Also komm schon, du hättest zumindest mal ein Date probieren können, oder? Oder machtest du ihn nicht? Und jetzt sollten wir uns das hier vielleicht als Lohn nehmen, dass wir diesem Typen in Anführungsstrichen geholfen haben? Was ist das denn überhaupt? Ein paar Mal. KP-Erholung. Nur dem jeweils anderen Teammitglied zu verabreichen. Ja, okay, das ist lustig. Also, lass uns gehen. Boah, der Typ tut mir wirklich leid. Und ja, meine Leben sind komplett am Arsch, aber... Oh Mann, Goombrina, wirklich? Fandest du ihn so grässlich? Oh Mann. Was ich noch verrückter finde, ist, dass in der Wiki steht, man kann diesen Charakter nie wieder in dem Spiel sehen. Was hat er jetzt bitte gemacht? Ich habe ein bisschen Angst und ein bisschen Sorge um den Goomberto, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt habe ich eigentlich gerade größere Sorge, wie ich hier wieder rauskomme. Ich heule mich hier. Ich weiß, 10 Münzen, grässlich, aber ich bin fast tot. Und ja, wir sehen uns gleich wieder draußen. Muss hier irgendwie den Weg wieder zurückfinden. Ich find's super, wie ich sage, ich versuche den richtigen Weg zu finden und gehe direkt den falschen Weg. Ich muss oben mich zum Schiff machen und dann runter da in die Wellen. Vor allem diese Passage ist so nervig immer. Ach man, oh Hilfe. Puh, ich hab's rausgeschafft. Freunde, es ist endlich soweit. Wir sind durch mit den ganzen Hin und Her und wir wollen jetzt gucken, ob wir mit dem Glimmerliner reisen können. Oder ob wir vielleicht nochmal zu dem
wie hieß der, auf jeden Fall zu diesem einen Agenten hin müssen. Uns ein Ticket erschnorren müssen. Ich hoffe es nicht. Versuchen wir erstmal hier hineinzukommen. Toadie. Der Limmerlein fährt nach Bad Limmerich. Passagiere können nur mit gültigem Ticket einsteigen und du hast keins Opfer. Okay. Hab's verstanden. Also, wir müssen ein Ticket schnorren. Von dem großen, bösen Gangmitglied. Dem Gangboss. Der war... Wo war der? Hier hinten, glaube ich. Warte mal. Stimmt! Oh mein Gott, das habe ich komplett vergessen. Wir können da jetzt diese Risse kaputt sprengen. Mit unserem neuen Freund. Aha! Sieh mal einer an. Eine Insignie der Sonne. Oh, 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 oh. Oha. Richtig krass versteckt hinter dem Mülleimer. Oder eine Lady. Das war ein Willkommensschlag. Nur Ladies wie dir bekommen diesen. So fühle ich geehrt. So, und ich fühle mich geehrt. Ich wurde hier eingeladen. Er schläft ja. Ja, Leute, jetzt wollt ihr schon wieder irgendwas von dem Boss? Wie ihr seht, geht's dem Boss nicht besonders gut, ja? Hey! Oh, Palmina! So schön, Boss Mahane, der Traum, seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Romanze war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, hinkt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Was? Ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerleiner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Sehr interessant, aber wir können da leider nicht weiterhelfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir dem Boss doch nur helfen könnten, seine Tochter wiederzusehen. Palmina und Romanzo? Warum lassen sich die beiden auf der Isla Corsaria? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmina ist? Wirklich? Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bring sie schon nichts her. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss ja so nicht allein lassen. Genau, wenn wir ihm seine Tochter wiederbringen, dann legen wir uns bei ihm dafür ins Zeug, dass ihr eure Fahrkarte bekommt. Bitte. Nö. Ist mir zu viel Aufwand, nochmal hinzugehen. Was soll das? Ihr nehmt doch ein bisschen ab. Das sollt ihr uns büßen. Ich kann sagen, na gut oder einverstanden. Einverstanden. Wusste ich's doch, du hast du geblufft. Ihr seid eben echte Kumpel. Also, wir zählen auf euch. Lustiger Scherz. Ja, also ich würde eigentlich wirklich nicht nochmal zurückgehen, aber... Gut, wenn's sein muss. Freunde, dann renne ich nochmal zurück zur Insel. Ja. So, ich bin wieder zurückgekehrt zur... Insel? Die standen genau hier. Was passiert? Habt ihr eine Ahnung? Keine unbewohnte Insel, wir sind hier. Ja, hä, warte mal, was? Warte mal, was? Die waren doch beide gerade hier. Wo sind die hin? Sind die beim Schiff? Mal sehen. Nö. Auch nicht. Sind die zurückgegangen zur Höhle aus irgendeinem Grund? Wo sind sie hin? Die waren hier, die waren dort bei den Toads. Ich guck mal. Wenn, dann würden die hier sein, oder? Hier ist aber niemand. Oh Gott. Was? Was geht hier ab? Sind die vielleicht hier drüben? Bei diesen beiden Fässern, Freunde, da fall ich jedes Mal rein. Egal, hier seitlich in der Mitte oder irgendwo, ich fall da immer hin. Ne, hier ist niemand. Okay. Dann kann ich es vergessen. Dann, ich schätze, dann erstatten wir Bericht, dass sie, naja, doch nicht hier sind. Andererseits, ich glaube, das würde uns ja nicht helfen. Er will ja unbedingt seine Tochter nochmal sehen. Vielleicht ist sie in den, vielleicht ist sie in den Dschungel gegangen, hier in den Wald rechts. Sonst, war das so eine Info? Der Captain, die jungen Leute sind in den Dschungel gegangen. Sie wollten irgendwas suchen, haben sie gesagt. Oh, danke, Mann. Du rettest mir das Leben. Okay, der hat sie gesehen im Dschungel. Gut. Was suchen sie denn? Warte, wie tief sind die gegangen? Oh, nicht so tief. Hi. Wir stellen uns zur Seite. Oh, Mario, schön, dich zu sehen. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen?
Würdest du übrigens kurz erwähnen, dass ich es voll cool finde, dass dieses Spiel ganz viele Palmas hat aus Mario Sunshine. Die sieht man heutzutage gar nicht mehr. Was? Der Boss? Einfach umgekippt? Das ist ja ausgerechnet jetzt! Hm, wieso? Hast du ehrlich gesagt, ich habe irgendwo auf der Insel mein Ehering verloren. Und ohne meinen Ehering kann ich die Insel natürlich nicht verlassen. Das geht natürlich nicht, das ist unmöglich. Wir waren nur an den Badfelsen. Weiter weg kann er also nicht sein. Aber Palmina, der Boss, sein Vater, sollen wir den Ring ja nicht einfach vergessen? Romanzo, was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe. Du findest diesen Ring sofort. Oder du willst einfach sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Natürlich liebe ich dich, Palmina. Das ist nicht genug, 100 Mal musst du sagen, dass du mich liebst. Was? Na, sag, dass du mich liebst. Palmina, ich liebe dich. Ist das genug? So nicht, Romanzo. Nach 99 Mal, los, ich liebe dich. Was? Also, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. 10 Minuten später. Ich liebe dich. 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 10 Mal. 11 Mal. 12, 13, 14. Ernsthaft jetzt? 20 Minuten später. Ich liebe dich, 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 liebe dich. Alle schauen schon ein. So viel später, dass im alten Erzähler zu blöd wurde und bei einem Launcher einstellen musste. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, damals auf dem GameCube Original konnte man durch die Texte durchskippen. Hier muss ich warten. Ich liebe dich zum 100. Mal. Oh. Oh, wie war ich mal wieder? Also wirklich, Romanzo, hör schon auf, wir sind nicht allein. Also gut, Palmina. Und jetzt wenden wir so schnell wie möglich den Ring. Trinken die noch sauber? Wenn du mich fragst, Bomba, wir müssen dir bei der Suche wohl helfen. Oh Mann, ernsthaft? Okay, wo ist der? Wo kann er nur sein? Irgendwo zwischen hier und den Badfelsen muss er doch sein. Dem Badfelsen? Zwischen hier und dem Badfelsen? Was heißt denn? Okay, aber wenn er sich irgendwo versteckt, dann würde ich mal vermuten, in einem Gebüsch oder in einem Baum. Oder? Komm, hau ab. So, da muss man sich umdrehen. Dann hauen sie nämlich in die andere Richtung ab. Ich guck mir mal hier überall um. Ich denke mal, mit dem Badfelsen meinte sie dort zum Höhleneingang. Oder? Würde zumindest Sinn machen. Ich habe vergessen, dass wir hier eine Abkürzung haben. Ups. Egal, ist nicht schlimm. Vielleicht da, wo die Kokosnüsse waren, an dem Baum? Ich muss ja eigentlich alles abchecken. Ich muss alles abchecken. Mann! Es kann doch nicht sein, dass es hier... Es kann nicht so schwer sein, das zu finden. Da, hin bei der Kokosnusspalme, dachte ich jetzt. Das war jetzt mein erster Gedanke, aber nö. Scheint nicht zu sein. Oder war es vielleicht doch ein bisschen weiter zurück? Badfelsen. Was meint es hier mit Badfelsen? Was soll das? Was ist das für ein Begriff? Was bedeutet das? Warte mal. Hier glitzert was. Der Ehering! Ein sehr teurer Ring von Romanzo für Palmina. Also, ich bin mal ganz ehrlich mit euch, wegen dieser Palmina. Das ist so ein Mädchen. Es war süß. So, bitte sag das 100 Mal. Aber, dass sie das dann unbedingt will, dass sie das durchzieht und sonst ihm nicht glaubt, das ist schon ein bisschen albern, finde ich. Also, ich glaube, die fände ich ein bisschen nervig. Wenn ich ehrlich bin. Aber was sagt ihr zu ihr? Würdet ihr mit ihr versuchen auszukommen oder würdet ihr es lassen? Alter, ist Dragon von jetzt. Boah, knapp. Ich hatte übrigens vorhin schon wieder genau auf dem Strich. Also direkt am Ende des Strichs. Also wieder sehr, sehr knapp. Hier, ich habe ihn gefunden. Weiß nicht, wie der hingekommen ist, aber hier. Vielleicht hat sie ihn Bart umgenommen. Ja, das ist ja mein Ring und du hast ihn gefunden. Romanzo, jetzt können wir auch endlich zurück zu Papa. Und dann steht also alles fest. Es geht los, so schnell wie möglich zum Bus. Also Mario, wir warten am Hafen. Komm nach, sobald ihr könnt. Am Hafen?
Na okay, im Original gab es ja diese Abkürzungsröhren nicht, das heißt, ich darf die jetzt nicht benutzen. Ich meine, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber... Muss das sein? Ich habe das Gefühl, das muss jetzt nicht sein. Egal, Hafen, ich bin chiller im Hafen, wenn ich jetzt hier mit dem Schiff fahre, glaube ich. Weil dann bin ich ja direkt da unten bei denen. Ach, diese, okay, kommt sowieso eine Cutscene. Morgen, wir sind bereit, um nach Rodigen. Oh, Papa, hoffentlich geht's ihm gut. Ja, auf jeden Fall. Na, zurück. Jo. Kannst du es zurückbringen? Ah, klar, wunderbar. Stell ich mir den See. Die Regel gesetzt und Kurs auf Rodigen. Der springt so nach oben und dann fällt er wieder runter, ist er mit Rodigen. Da, seht ihr? Schnell, lass Papa gehen. Jo. Jo, danke fürs Fahren, Mann. Jo, kein Problem, ey. Hört ihr die Musik? Sie nur im Hafen so anders? Oh, das ist Luigi. Wie ist die Musik anders? Ah ne, hier ist jetzt wieder... Oh. Das war das schon immer so? Es ist mir gerade tatsächlich zum allerersten Mal aufgefallen, dass das irgendwie anders war. Das war komisch gerade. Aber gut. Ah, ich muss hier durch die Tür. Ich finde das nervig, wenn ich da unten schon das weggesprengt habe, dann würde ich auch die Abkürzung haben. Naja, was soll's. Sie mussten da extra eine Barrikade hinbauen. Okay. Wir sind da. Papa, Papa, Papa! Boss! Wie, was geht denn ab? Braucht ihr Hilfe? Palmina? Papa! Boss! Oh, Palmina, du bist zurück und du auch, Romanzo. Ja, Papa. Als ich höre, dass du krank bist, habe ich mich direkt auf den Weg gemacht. Palmina, Romanzo, was habe ich euch angetan? Ich war so ein Dickschädel. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät, wenn ich euch jetzt bitte hier zu bleiben. Es war so einsam ohne euch. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Tut mir leid, dass ihr euch so viele Sorgen um mich gemacht habt. Der gefürchtete El Pamon ist wohl ein wenig in die Jahre gekommen. Ich schätze, es ist Zeit. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Aber, Boss, oh nein! Also dann, ab sofort wird Romanzo die Geschäfte übernehmen. Verstanden, Romanzo, du bist jetzt der Boss der Pamon-Familie. Herzlichen Glückwunsch. Was? Aber, Boss, du bist doch noch so jung. Außerdem, ich? Keine Widerrede, das hat dir schon seit langem vor, ja? Du bist genau der Richtige. Da bin ich ganz sicher. Ab jetzt kümmerst du dich um die Familie. Die anderen werden dich unterstützen. Boss! Und nun zu dir, Mario. Ich habe dir wirklich viel zu verdanken. Nein, alles gut. Ich weiß, was du sagst, Boss. Hm, was denn? Wir haben ihm etwas versprochen. Und zwar, dass wir versuchen, ihm von dir eine Fahrkarte für den Glimmerliner zu besorgen. Aber nur, wenn er es schafft, Familie zurückzubringen. Oh, wenn das alles ist, überlass das mir. Du kannst so viele Fahrkarten bekommen, wie du willst. Let's go! Die Fahrkarte zum Bad Glimmerich mit dem Glimmerleiter. Nächste Folge. Und du bist jederzeit ein willkommener Gast im Hause der Fallbauen-Familie. Oh! Da ich mich zurückgesetzt habe, kann ich mich endlich frei draußen bewegen. Yippie! Papa! Boss! Du bist der Boss, Romanzo. Ich verlasse mich auf dich. Boah, endlich Urlaub mit meiner Frau. Okay. Romanzo, gemeinsam schaffen wir das. Oh, Palmina. Sei nicht so steif, nenn mich Pelmchen. Was? Pelmchen? Fäll mal die Deine. Romanzo? Nein, Boss, wir werden dir treu dienen. Du kannst dich auf uns verlassen, Boss, denn du gibst uns jetzt das Geld und nicht mehr der. Danke für alles, Mario. Du kannst jederzeit hier vorbeikommen, wenn du uns sehen willst. Bist schon ein toller Typ, Mario. Ach, danke. Hey, du wärst würdig, in die Familie aufgenommen zu werden, Mann. Nein, danke. Ich habe, zum einen kein Interesse und zum anderen sehr viel noch vor. Also, Freunde, in der nächsten Folge gehen wir zum Liner. Was ist denn jetzt los? Endlich, die Fahrkarte nach Bad Glimmerich. Also los, das 16. Sternchen, wie weiß ich davon? Tschüssi! Das habe ich gehört. Hä?
Was zum? Das sechste Sternjuwel ist also in Bad Lümmerich. Gut zu wissen. Also, wer bist du, Ringelhut? Eigentlich wollte ich ja dir, dieser Verräterin Barbara, eine Lektion erteilen. Aber ganz allein ist mir das zu heikel. Heute kommt ihr also noch einmal davon. Dafür werde ich vor euch in Bad Lümmerich sein und mir das Sternjuwel schnappen. Yippie! Oh, was für ein Mist, Bomber! Wir müssen vor denen in Bad Lümmerich sein! Los, zum Bahnhof! Ja, let's go! Erstmal abspeichern.